Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Naruto und ich gehe hier gerade, ich dachte eigentlich, dass ich zu Tsunade gehe, aber das tue ich gar nicht, wer ist denn das dann? Ach, okay. Ich dachte, das wäre eine neue Mission, die nicht verzeichnet wäre, ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Danke, dass du gekommen bist, um mit mir zu sprechen. Hör jetzt gut zu, was ich zu sagen habe. Oh nein, diesmal bin ich aber wirklich in einem üblen Schlamassel geraten. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich als meinen nächsten Traum verwirklichen soll. Ich bin ja vielleicht nicht so stark wie du, aber trotzdem habe ich als Ninja eine Menge Kraft angesammelt. Das heißt, ich muss jetzt ein neues Ziel finden, irgendwas wie dein Traum Hokage zu werden. Ein Traum? Ja, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Aber so ein Traum fehlt mir zurzeit. Oh. Deshalb möchte ich, dass du mir hilfst. Hilf mir irgendwie auf die Sprünge. Das musst du einfach tun. Nasenara. Wenn du Hokage werden willst, kann es dir nicht einfach egal sein, was sich andere Leute wünschen. Shino macht sich ja... Okay. Los! Legen wir los? Na schön, ich werde dir helfen. Gut. Aber was würdest du überhaupt gern tun? Ich habe da so eine Idee, aber die ist ziemlich vage. Ich würde gern etwas tun, was so ähnlich ist wie das, was du tust. Ich möchte Menschen führen, ich möchte den Menschen dienen, aber nicht, indem ich für sie kämpfe. Ah ja. Das ist wirklich ziemlich vage. Das heißt, Moment mal, hatte mir nicht irgendjemand gesagt, er wäre auf der Suche nach Personal? Wer war das nochmal? Ja. Können wir ja mal navigieren. Aber wo waren jetzt hier nochmal? Ach, hier. Wo ist... Ach, da ist das. Da finden wir Tsunade. Okay. Da ist schon wieder so ein Händler. So langsam reicht es. Ich denke, wenn wir es verkaufen, kommt nochmal eine neue Mission. Da ist Tsunade. Da bist du ja. Ich habe schon auf dich gewartet. Deine Nachricht hat mich wirklich überrascht. Was ist denn los? Oh, ich bin nur endlich bereit, die Veranstaltung anzusetzen, mit der ich mich für deine Hilfe bedanken will. Veranstaltung? Oh, ich werde sie das Ninja-Welt-Turnier. Ja, Ninja-Welt-Turnier. In diesem Turnier kämpfst du mit deinem eigenen Superteam gegen andere Ninjas. Und das ist noch nicht alles. Wenn du gewinnst, bekommst du tolle Preise dafür. Um die Wahrheit zu sagen, damals ging es gar nicht um das Zurückzahlen einer Schuld. Wir haben nur darüber diskutiert, wie wir wohl Geld zur Finanzierung dieser Veranstaltung auftreiben könnten. Ach, darum ging es also. Das hatte ich wohl voreilige Schlüssel. Da hatte ich wohl voreilige Schlüssel gezogen. Schlüssel. Aber nun, dank deiner voreiligen Schlüsse, konnten wir jetzt diese Veranstaltung auf die Beine stellen. Danke, Naruto. Also, darf ich denn auch an diesem Turnier teilnehmen? Schwächlinge sind im Turnier nicht zugelassen. Nur wer von dem 5-Kage für würdig erachtet wurde, darf daran teilnehmen. Es würde eine Menge Ärger verursachen, wenn wir ein Schwächling im Turnier dabei wäre und am Ende noch verletzt würde. Deshalb musst du zuerst ein 5-Kage-Siegel der Anerkennung besorgen. Das hört sich ja nach einer echt nervigen Sache an. Aber du hast das Siegel doch schon auf dem Kunai, das ich dir gegeben habe. Was, das Kunai zählt als Siegel? Solange du das besitzt, kannst du auch am Turnier teilnehmen. Du besitzt es doch noch, oder? Ja, ich hab's. Gut, in diesem Fall, Lady Tsunade. Naruto, ich erteile dir hiermit die Erlaubnis, am Turnier teilzunehmen. Kämpf mit aller Kraft, um den höchsten Sieg zu erringen. Zeige der Welt, dass du stärker als alle anderen bist. Ja, heißt das, wir können das Kunai jetzt nicht mehr verkaufen? Gut, du hast jetzt zwar eine Teilnahmeerlaubnis bekommen, aber in puncto Turnier bist du immer noch ein Neuling.
Als erste kleine Prüfung sollst du deshalb jetzt mal deinen einfachsten Rang schaffen, nämlich Rang D. Solltest du vielleicht vorher noch die Turnierregeln erklären, Lady Tsunade? Ja, da hast du wohl recht. Hier, Shizune. Gut, das hier ist eine kurze Zusammenfassung der Regeln im Ninja-Weltturnier. Es gibt nur zwei wesentliche Punkte, die du dir merken musst. Erstens, die meisten Turnierkämpfe sind aufeinanderfolgende Kämpfe. Wenn du teilnimmst, kannst du dein eigenes Team auswählen. Wenn du einmal ins Turnier eingestiegen bist, kommst du eine ganze Weile nicht mehr heraus, also Vorsicht. Zweitens, und das ist besonders wichtig, verschiedene Dinge werden vom Kampf zu Kampf mitgenommen, okay? Das gilt für Gesundheit, Chakra und die Anzahl der Ninja-Werkzeuge. Du kannst zwar ohne Chakra überleben, aber wenn deine Gesundheit aufgebraucht ist, endet das Turnier für dich an dieser Stelle. Achte also darauf, dass deine Gesundheit niemals zu sehr abnimmt. Wenn dir ein Sieg einfach nicht gelingen will, kauf dir ein paar Ninja-Werkzeuge zum Wiederherstellen von Gesundheit. Das war's auch schon mit den Turnierregeln. Ich bin sicher, du wirst den Bogen sehr schnell raus haben. Du schaffst das schon, Naruto. Oh, und wie Lady Tsunade schon erwähnt hat, gelingt dir ein Sieg, kannst du damit ein paar großartige Preise gewinnen. Also wenn du rundum vorbereitet bist, lass Lady Tsunade wissen, dass du teilnehmen willst. Ja, ein Turnier. Turnier ist cool. Ninja-Weltturnier. Das Ninja-Weltturnier ist ein Wettbewerb, an dem du nach Lust und Laune teilnehmen kannst. Der Schwierigkeitsgrad variiert je nach Rang. Zuerst kannst du nur an Kämpfen von niedrigen Rang teilnehmen. Wenn du die erfolgreich absolvierst, schaltest du damit höhere Ränge frei. Kämpfe dich erfolgreich durch sämtliche Ränge, damit dein Name in der gesamten Ninja-Welt berühmt und bewundert wird. Wunderbar, das machen wir zwar jetzt noch nicht. Sensei Gai will kämpfen. Ah ne, das ist Lee. Gai ist ja im Rollstuhl, stimmt ja. Alles klar. Wen nehmen wir denn dafür? Nehmen wir Maito Gai einfach, auch wenn ich... Wo ich mag den Kampfstil von ihm nicht. Das Yamato, den können wir mal nehmen. Ja, da haben wir jetzt einiges, dann haben wir das Turnier, da müssen wir diese Fragmente müssen wir auch noch machen, das ist extrem viel. Und dann diese noch stärkeren Kämpfe, wie heißen sie? Diese, ich nenne sie einfach mal Schattendoppelgänger, diese Erinnerungen, die aufgetaucht sind. Da will ich mal schauen, ob wir da auch irgendwo eine Liste haben. Boah, Lee ist herbe schnell. Yamato ist auch ganz cool, ey. Jawohl, getroffen. Mokuton no hi no ishi mo kono mune ni hikitsuide iru. Boom. Ja, ich frage mich jetzt nur, wo müssten wir hin? Ich kann ja mal einfach Konoha Tor, ob uns da was angezeigt wird, wenn wir das die Weltkarte verlassen. Aber bevor ich das tue, hier nochmal. Hier wird mir nichts Blaues angezeigt. Also muss es hier in Konoha sein für die eine Nebenmission, die wir noch angenommen hatten. Oh, da ist schon eine Prüfung.
Das müsste Sensei Guy sein. Da kann das ja nur hier sein. Oder? Hm. Fragen? Ah nee, das ist Killer Bee. Ah. Okay, ganz ruhig. Wir haben es auch, der nach einer begabten Person Ausschau hält. Ich will wahrscheinlich ernsthaft sorgen, wenn ich das nächste Ziel zu machen finde. Hm. Ja, wer könnte das sein? Oder mit wem muss ich da reden? Hm. Ach, okay. Ah, okay, das könnte sein. Ansprechen. Oh, ein Blick auf dein Gesicht und es ist mir wieder eingefallen. Sensei Iruka, weißt du noch, wie du gesagt hast, dass du suchst nach Personal für die Ninja Academy? Darüber können wir uns später unterhalten, Naruto. Ich habe da jemanden, der dir helfen kann. Tut mir leid, Naruto, aber können wir uns vielleicht ein anderes Mal darüber unterhalten? Hä, wieso das denn? Um die Wahrheit zu sagen, ich vermisse einige meiner Schüler von der Akademie. Was? Ja. Ihr jetzt einfach mal zu. Tut mir leid, aber ich muss jetzt dringend weg. Hä, was ist denn los? Wir waren dabei, unsere Jutsus zu üben, aber dann ist Mabus Gruppe verschwunden. Wer ist dieses Mädchen? Sensei Iruka kennt die Kleine. Das heißt wohl, sie muss eine Schülerin der Akademie sein. Irgendjemand, der Böses im Schilde führt, könnte sie entführt haben. Deshalb kam ich zu Sensei Iruka, um ihn um Hilfe zu bitten. Wie konnten deine Freunde denn verschwinden, während ihr Jutsus geübt habt? Naja, weil Mabo vorgeschlagen hatte, wir sollten doch mal das Jutsu der Tarnung üben, das wir im Unterricht behandelt hatten. Jutsu der Tarnung? Das ist das, mit dem man sich irgendwas in der Umgebung verwandelt und so versteckt, oder? Genau. Ich verstehe, und dann konntest du sie nicht mehr finden und bist gekommen, um Sensei Iruka um Hilfe zu bitten. Ich habe überall im Dorf gesucht, aber ich konnte sie nirgendwo aufspüren. Da bin ich dann nervös geworden und dann werde ich sie jetzt suchen. Shino? Hm. Ich hatte mich schon gefragt, wo du wohl hin bist. Ich muss schon sagen, das hätte ich nicht erwartet. Willst du mir wirklich helfen, sie zu finden? Ja, dir liegen deine Freunde so am Herzen, das muss unterstützt werden. Wir Erwachsenen sollten euch Kindern in solchen Situationen helfen. Danke. Du musst mir nicht danken. Also, wie viele Kinder werden denn insgesamt vermisst? 3. Mabo, Toshi und Hana. Die können sich alle wirklich sehr gut verstecken. Mabo, Toshi und Hana. Also gut, lass uns gehen, Naruto. Wir sollten die Kinder schnellstens finden, damit sich die Kleine wieder beruhigen kann. Was ist denn los? Ach nichts, ich bin mal nur ein bisschen überrascht. Du gehst sehr nett mit Kindern um. Wirklich? Tarnung Nummer 1. Mabo und seine Freunde verwenden Tarnung-Jutsus, um sich zu verstecken. Wenn du dich frei umher bewegst und auf einen verdächtigen Topf stößt, der sich etwas bewegt, dann ist das einer aus der Gruppe. Alle drei sind in Konoha zu finden. Okay. Möge die Suche beginnen. Die Hungerspiele. Ich glaube, ich werde verhungern, bevor ich diese Krüge gefunden habe. Ich weiß, das sind die jetzt nicht, denn die haben gesagt, die sollen sich bewegen. Ah, ich zerstöre ja gerne. Na gut, dann suchen wir mal. Noch ein. Hier ist noch ein. Hä? Ach da. Aber es wird mir sogar auf der Karte angezeigt. Was? Erwischt bist du, Mabo? Ich bin Toshiman. Dabei habe ich mich doch so toll versteckt. Ja, das war eine klasse Tarnung. Aber genau das ist das Problem. Ein Mädchen namens Yuki konnte dich einfach nicht finden. Deshalb hat sie uns um Hilfe gebeten. Was? Echt jetzt? Ihr hättet ein Zeitlimit für euer Training vereinbaren sollen. So macht das nur alle möglichen Leute vor Sorge verrückt. So machst du nur alle möglichen Leute vor Sorge verrückt. Oh Mann, ja, du hast recht. Meine Hochachtung für deine Ehrlichkeit. Und jetzt marsch zurück zu Yuki. Geht klar. Der nächste. Okay, die werden sogar auf der Karte angezeigt. Dann kann es ja nicht so schwer sein. Da steht ja Hinata schon wieder. Naruto, danke, dass ich mit dir reisen durfte. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Das ist Killer Bee. Du bist Hanna? Ja, und wer bist du, Onkel? So alt bin ich doch noch gar nicht. Ich könnte nie dein Onkel sein und ich heiße Shino. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ein Mädchen namens Yuki sucht schon verzweifelt nach dir. Und weil sie mich nicht finden konnte, hat sie dich um Hilfe gebeten, Shino? Das könnte man so sagen, aber du solltest deine Freundin nicht so in Panik stürzen. Yuki hat sich Sorgen gemacht. Ups, das wollte ich wirklich nicht. Ja, du solltest dich bei ihr entschuldigen. Freunde sind wichtig, klar. Irgendwas ist auf den Boden gefallen. Sie muss das wohl verloren haben. Meine Jutsus sind perfekt. Selbst wenn ihr genau wisst, wo ich bin, zeige ich mich nicht. Es sei denn, ihr sagt die Parole. Das nennt man einen Plan für Notfälle. Ich verrate euch die Parole, weil ihr meine Freunde seid. Solltet ihr sie allerdings vergessen, schaut einfach an jenem bestimmten Ort nach. Mabus Anweisung, so steht es da. Ich verstehe, also werden wir nicht in der Lage sein, dieses Problem mit herkömmlichen Mitteln zu lösen. Wir sollten uns mit Yuki und den anderen unterhalten. Na, um wieder zurück. Ah, ein Hin- und Hergelaufe hier. Wir kämpfen diesmal nicht, das ist immer was ganz Neues, um ehrlich zu sein. Gut, ihr seid alle da. Ich muss die Parole wissen, damit ich Mabo erwischen kann. Würdet ihr sie mir verraten? Anna, kannst du dich noch daran erinnern? Nö, was ist mit dir, Toshi? Ich habe sie auch vergessen. Könnten wir sie nicht zwingen, einfach mitzukommen? Das wäre gegen die Regeln. Bei jedem noch so kleinen Spiel muss man die Regeln einhalten. Weißt du, diese Tendenz von dir ist wirklich fürchterlich nervig. Ich meine wirklich ernst zu nehmen. Ach, vergiss es. Also wisst ihr dann vielleicht, was mit jedem bestimmten Ort gemeint sein könnte? Ich weiß, das muss der Ort sein, den Mabo erwähnte, bevor er sie versteckt hat. Steckt ihr in der Klemme, solltet ihr dahin gehen, wo alle schlafen. War es nicht so? 7 von links und 3 von oben. Dort ist, was ihr sucht. Gut aufgehoben. Ich war im Krankenhaus. Ich denke mal, der Friedhof ist gemeint. Gut, dass ihr euch das gemerkt habt. Um den Rest kümmern wir uns dann. Ihr wartet einfach hier. Geh klar. Ich denke mal, der Friedhof ist gemeint, oder? Ja, da ist auch jetzt schon ein Zeichen. Nein, nicht zurück! Nein, was macht ihr da? Ja? Ach ne, eine Blume war da, so. Hier ist der Zettel mit der Parole. Mabus Code. Oh Mann, wer hat denn den hier versteckt? Das ist ja echt das Letzte. Urteilt man nach dem, was Mabo geschrieben hat, weiß er, wo die Toten schlafen. Aber trotzdem ist er nur ein Kind. Kinder fällt es schwer, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu begreifen. Wir als Erwachsene haben die Verantwortung, es ihnen beizubringen. Was? Ach nichts, also was steht denn da nun auf dem Zettel da? Anzahl, die Parole ist die Anzahl der Gräber. Zähle, wie viele es sind. Ernsthaft jetzt? Da müssen wir wohl die Anzahl der Gräber ermitteln. Ein Kinderspiel. Oh Mann, ernsthaft? Wie jetzt etwa alle sagt, dass nicht sagt, dass das nicht wahr ist. Wahrscheinlich müssen wir das Denkmal am Eingang nicht mitzählen. Wenn wir also die Reihen der Gräber in der senkrechten und der waagerechten zählen, sollte die einfach ganz einfach zu ermitteln sein. Eins, zwei, drei. Du sollst dich selbst um eine Antwort bemühen.
Müssen wir jetzt echt ernsthaft zählen? Oh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Alles klar. Wo könnte jetzt noch einer sein? Ach, jetzt weiß ich, was die blaue Fahne bedeutet. Okay. Ah, da. Wir wissen jetzt, wo du steckst, Mabo. Sag die Parole. Du, Onkel, so alt bin ich nicht, um dein Onkel zu sein. Und wer bist du? Yuki hat uns gebeten, nach dir zu suchen. Also, deshalb kannte ich eure Stimme nicht. Das war eine tolle Tarnung. Deine Umsicht, auch noch eine Parole vorzubereiten, sollte dir zu ausreichend guten Noten verhelfen, damit dein Wunsch in Erfüllung geht, ein Ninja zu werden. Aber Parolen und Tarnung passen nicht besonders gut zueinander. Parolen haben eigentlich keinen Zweck mehr, wenn man jemanden bereits entdeckt hat. Oder hast du wohl recht? An der Ninja-Akademie sollte es für dich möglich sein, Strategien ein bisschen intensiver zu studieren. Fein. Was? Nichts. Naja, anscheinend haben wir alle gefunden. Vielen Dank euch beiden. Also von jetzt an solltet ihr lieber etwas nachdenken, bevor ihr anderen Leuten in Angst und Schrecken versetzt. Ninja-Jutsus sind nicht dafür gedacht, in Spielen eingesetzt zu werden. Wenn ihr üben wollt, sprecht mit Sensei Iruka. Einverstanden, in Ordnung, alles klar, geht gut, großartige Antworten. Es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen, aber eins möchte ich doch noch sagen. Eure Tarnjutsus waren wirklich nicht übel, so solltet ihr weitermachen. Naruto, wieso bekomme ich von dir auch eine Antwort? Das fühlte sich einfach richtig an. Du hast dich nämlich wirklich wie ein Lehrer angehört. Dieser Mann ist ganz schön streng, aber er ist auch ein prima Kerl. Ja, und seine Sonnenbrille ist echt cool. Ich wüsste gern, was er wohl beruflich macht. Shino ist mein Schüler und im Moment bemüht er sich als Shunin nach Kräften im Dorf zu Diensten zu sein. Oh, Sensei Iruka, du bist zu spät gekommen. Wir haben bereits alle gefunden. Ja, ich weiß, ich habe ihn schon eine ganze Weile im Schatten verborgen zugesehen. Was, wirklich? Und dabei ist mir etwas klar geworden. Die Art, wie er handelt und den Kindern etwas beibringt, Shino wirkt fast wie ein echter Lehrer. Er erklärt die Sachen einfach unmissverständlich, nicht nur für Kinder, sondern auch gleichermaßen für Erwachsene. Vielleicht könnte Shino der frische Wind sein, den die Akademie benötigt. Ah, uff. Also dann, auf geht's. Es wird Zeit, dass ihr darüber nachdenkt, was ihr da angestellt habt. Was? Was? Warum? Uff, es fühlt sich wirklich großartig an, gute Taten zu vollbringen. Naruto, bist du sicher, dass du nicht was vergessen hast? Und das wäre... Unglaublich, dass er meine Bitte einfach so vergessen hat, aber was soll's. Hier konnte ich mich ein bisschen einfühlen, wie es ist, wenn man Menschen führt. Das genügt fürs Erste. Schließlich hat mir diese Erfahrung eine Idee gebracht, die ich im Hinblick auf meinen Traum nutzen kann. Ich weiß nur noch nicht genau, wie und warum. Auch diese Mission haben wir erfolgreich bestanden, diese Suchaktion. Hey, so. Genau, jetzt müssen wir noch meine liebe große Schwester, die müssen wir irgendwo finden. Da müssen wir noch alle Sparring-Kämpfe machen. Und das ist das Turnier. Ja, und dann würde ich mal sagen, können wir ja auch mal rausgehen und gucken. Was es mit diesen Erinnerungen auf sich hat. Oh, die sollen angeblich immer an versteckten Orten sein, aber wir haben dafür keine... sagt schnell.
keine Liste, also nichts wird uns irgendwie angezeigt. So, Weltkarte. Kann ja einfach mal hier hin. Ich sehe jetzt hier gerade keinen. Da tauchen die einfach auf. Aber wir machen das noch nicht. Ich will die nur suchen. Vielleicht hier im der Todeswald. Hier wird mein blauer Pfeil angezeigt. Ach, da geht's zurück zur Karte. Okay. Ah. Aber vielleicht hier. Okay. Wir tauchen hier nur. Da waren wir noch gar nicht, oder? In dem Versteck. Nee, Tatsache. Orochimarus Versteck. Ganz viele Krüge sind hier. Boah, wie groß ist denn das? Ui. Die Fragmente mache ich jetzt alle nicht. Ich gucke nur vielleicht, wenn ich hier langlaufe, ob hier noch jetzt so ein angeblicher Doppelgänger auftauchen soll. Aber die haben irgendwas vom Wald gesagt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ist denn hier noch ein Wald? Verborgene Schlangengrotte. Da waren wir auch noch nicht drin, glaube ich. Tatsache, hier waren wir auch noch nicht drin. Aber ich weiß, dass er am Anfang gesagt hat, dass diese Erinnerungen für mich Schattendoppelgänger existieren. Aber ich sehe echt keinen. Da ist nur was runtergetropft. Nun gut. Dann. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge überlege ich noch, was wir machen. Also das Turnier will ich als letztes machen. Die sollte irgendwo in Konoha sein. Und ja. Ich denke, Heißblütige, das können wir auf jeden Fall noch machen. Den Heißblütigen. Hier ist noch einer. Ich glaube, das ist dann noch der letzte. Das müsste der Stufe 10 dann sein. Hoffe ich einfach mal. Egal, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dann, meine Freunde. Auf Wiedersehen.